Nachdem die weitest Angereiste schon da ist, würde ich sagen, wir beginnen. Ich sage herzlich willkommen. Ich freue mich, dass trotz der widrigen Witterungsumstände doch so viele zum heutigen Clubabend gekommen sind. Es ist eine sehr spannende Woche. Wir beginnen quasi diese Woche mit einer Ministerin und wir werden die Woche beenden mit einem Minister, nämlich am Freitag mit dem Mario Kunasek, dem Verteidigungsminister. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir eine steirische Ministerin hier im Presseclub begrüßen dürfen, Frau Minister Juliane Bogner-Strauß. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und es soll der heutige Abend für alle hier Anwesende ein Hintergrundgespräch sein, ein Clubgespräch in einem gemütlichen, angenehmen Rahmen. Ich glaube, Themen wird es genug geben. Herzlich willkommen noch einmal. Danke, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Der hässliche Teil, die Anfahrt ist vorbei, ab jetzt wird es angenehm. Und ich darf inhaltlich beginnen. Das wird keine klassische Pressekonferenz sein. Es gibt ganz, ganz viele Themen, auch in Ihrem Ressortbereich, wo wir der Meinung sind, noch einmal vielen herzlichen Dank für kommen, dass Sie einmal aufgerissen werden, dass Sie thematisiert werden, dass Sie besprochen werden mit Damen und Herren der steirischen PR-Szene und der Medienszene. Und ich darf vielleicht mit einem Thema beginnen, das eigentlich in den vergangenen Wochen sehr viel überlagert hat, das Thema Geld, Thema Budget. Zwei große Bereiche, der Justizbereich, die Landesverteidigung sind besonders betroffen, aber in Wirklichkeit ist in jedem Ressort gekürzt worden, redimensioniert worden. Und meine Eingangsfrage an Sie, wie geht man in Ihrem Bereich, der ja auch nicht gerade ein kleiner ist, wie geht man um? Wird sich das machen lassen? Wird es starke Einschnitte geben? Wenn ja, wo? Und das wäre meine Eingangsfrage, Thema Budget bzw. Redimensionierung des geplanten Budgets. Dankeschön. Zuerst einmal danke für die Einladung. Wie gesagt, gut gelandet, trotz der widrigen Verhältnisse. Was das Budget angeht, Sie wissen, wir haben uns vorgenommen, das Budget zu konsolidieren. Dementsprechend haben alle Ressorts zumindest kleine Einschnitte vorzunehmen. Bei mir ist es so, dass das Frauenbudget halten wird. Also das wird, abgesehen von der Budgetüberschreitung des letzten Jahres, die einmalig war, wieder gleich sein wie in den Jahren davor, wird das Frauenbudget eben wieder gleich sein. Und was das Budget für Familie und Jugend angeht, so gibt es hier sogar dahingehend Erfreuliches zu berichten, weil es sogar um bis zu 300 Millionen Euro steigt. Wir erhöhen die Familienbeihilfe, wir haben eine Erhöhung des Kinderbetreuungsgeldes, aber natürlich wird es auch Einschnitte geben und die wird es so wie bei allen Ressorts, was die Förderungen angeht, geben und da werden wir in etwa 5% Förderkürzungen haben. Aber es wird machbar sein, ohne so, ich würde mal sagen, markante Diskussionen, wie es zum Beispiel im Justizbereich derzeit der Fall ist. Genau so ist es. Es wird machbar sein. Wir sind jetzt dabei, die Budgetplanung im Detail abzuschließen bis zur nächsten Woche. Und wir haben die Förderanträge am Tisch liegen und wir werden entsprechend dann uns die Förderanträge noch einmal im Detail durchschauen. Und es wird nur zu kleinen Einschnitten kommen. Sie haben selbst ein Wort gesagt, das durchaus für kontroverse Stellungnahmen gesorgt hat, nämlich die Familienbeihilfe. Gibt es da sozusagen schon eine neue Entwicklung? Es hat ja Mutmaßungen gegeben, dass mindestens der Europäische Gerichtshof da Zweifel anbringen könnte für diesen Weg, den Österreich vorhat, nämlich die Indexierung. Gibt es da eine Neuentwicklung? Und wenn ja, wie solide ist das, dass die auch hält? Also wir haben uns einfach vorgenommen, die Familienbeihilfe zu indexieren, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass die Familienbeihilfe, die ja eine Sozialleistung ist und einen Teil der Lebenshaltungskosten ersetzen soll, gerecht und fair sein soll. Und die Lebenshaltungskosten sind in Österreich relativ hoch, auch in anderen Ländern und in Europa. Und es gibt sehr viele Länder in Europa, wo die Lebenshaltungskosten sehr niedrig sind. Und wo auch dementsprechend von diesen Ländern sehr niedrige Familienbeihilfen ausbezahlt werden. Also ich will jetzt keine Länder nennen, aber ich kann Zahlen nennen, die zwischen 10 und 30 Euro liegen, ja, an Familienbeihilfe. Und wenn jetzt ein Elternteil in Österreich arbeitet, dann muss Österreich die Differenz bezahlen zu diesem Primärland.
Was aber oft vorkommt, ist, dass in diesen Ländern überhaupt Einkommensschwellen eingezogen werden. Das heißt, wenn die Personen dort über 300 Euro verdienen oder 200 Euro, dann zahlt Österreich nicht nur die Differenz von, sagen wir, 30 zu 200 Euro, sondern wir müssen das gesamte Paket bezahlen. Und deswegen haben wir uns das im Detail angeschaut und auch andere Länder. Also nicht nur wir, sondern auch Deutschland ist an Bord, Dänemark, Niederlande, Irland. Es ist aber im Moment so, es wird ja gerade an der Verordnung 883 gearbeitet, ja, und in dieser Richtlinie ist im Moment die Indexierung nicht drinnen. Und wir versuchen nach wie vor noch weitere Mitgliedstaaten an Bord zu bekommen, damit es zu einer Sperrminorität kommt sozusagen und diese Richtlinie noch einmal überarbeitet oder noch einmal aufgemacht wird. Ja. Aber im Moment sind wir noch nicht genug Mitgliedstaaten, muss gesagt werden. Und ein dritter Punkt, und dann würde ich schon vorschlagen, dass wir das Gespräch hier eröffnen, Thema Jugendschutz fällt ja auch in Ihren Bereich. Ja. Ist, und das weiß ich jetzt nicht mit Gewissheit, ob es in jedem Bundesland Ländersache ist oder ob nicht zum Teil die Bundesregelung übernommen wird, aber das wollte ich Sie eben fragen, wie geht man damit um, dass manche Bereiche noch Ländersache sind und manche Bereiche eigentlich eine Bundesregelung? Das wäre meine erste Frage, sozusagen das Handling, wenn ich so sagen darf, und die andere Frage, wie zeitgemäß ist denn der geltende Jugendschutz aus Ihrer Sicht eigentlich noch? Die erste Frage zu beantworten, ich glaube, das ist sicher Thema vom Kollegen Moser in Zukunft, der sich anschauen wird, wie sind die Kompetenzen verteilt zwischen Ländern und Bund und was kann man da vielleicht einfacher und besser machen. Was den Jugendschutz angeht, so ist es definitiv so, dass der Jugendschutz Ländersache ist, in den Kompetenzen aller Länder und dass wir von der Bundesebene her natürlich dafür plädieren können, dass es zu einer Vereinheitlichung des Jugendschutzes kommt und dass immer, ja gerade in dieser Woche ist das Ganze ein heißes Thema in meinem Ressort, weil es gibt ja die Landesjugendreferenten und Referentinnenkonferenz in Hall in Tirol und da geht es genau um das Thema Jugendschutz. Womöglich auch um eine Reformierung? Ja, genau. Es gab, vom Vorjahr gibt es ein Papier von der Bundesjugendvertretung, wo ein Gesamtvorschlag für alle Bundesländer in Österreich gemacht wurde, wie man den Jugendschutz anpassen könnte. Einige Bundesländer müssen hier eine Stunde nachgeben bei den Ausgezeiten. Ein Bundesland, nämlich die Steiermark, müsste sogar 2 Stunden nachgeben bei den Ausgezeiten. Und einige Bundesländer müssten nachgeben, was den gebrannten Alkohol angeht. In manchen Bundesländern darf man bereits ab 16 gebrannten Alkohol trinken, in anderen Bundesländern erst ab 18. Und wir würden das gerne auf 18 angehoben sehen. Und wo sich aber bereits alle Bundesländer einig sind, ist die Harmonisierung Nichtraucherschutz anheben ab 18. Hier ist Zeitplan, dass das mit 01.01.2019 auch umgesetzt wird, weil wir ja im Parlament sozusagen beschlossen haben, dass die Verlängerung der Nichtraucherregelung sozusagen eine Anhebung des Konsumationsalters auf 18 Jahre beinhaltet. Das heißt, die Jugendlichen können jetzt nur ab 01.01.2019 erst ab 18 Tabakwaren kaufen. Und deswegen, glaube ich, macht es auch Sinn, wenn man das Nichtraucheralter auf 18 anhebt zum selben Zeitpunkt. Ja. Und da sind sich auf alle Fälle alle Länder bereits einig. Und es wird nur noch einmal diskutiert, ob das auch der 1. Januar 2019 sein wird. Und das restliche Paket, das gilt es eben jetzt am Donnerstag und Freitag in Hall zu diskutieren. Und wir hoffen natürlich auf eine Einigung, weil es natürlich für die Jugendlichen nicht zu verstehen ist, wenn sie an Grenzregionen sind. Ich kann jetzt Burgenland und die Steiermark gerade nennen. Ja, Steiermark darf ein 15-Jähriger bis 23 Uhr ausgehen, im Burgenland darf ein 15-Jähriger bis 1 Uhr ausgehen. Ja, wenn der jetzt über die Grenze ins Burgenland fährt, kommt er theoretisch nie mehr heim, ja, weil es verboten ist, dann ab 23 Uhr in die Steiermark zurückzukehren, allein und unbegleitet. Und deswegen glaube ich, ist es schon im Sinne der Jugendlichen, dass man da österreichweit zu einer Vereinheitlichung findet, aber natürlich mit dem Gebot der Stunde, dass alle gut mitkönnen und sich da Die Überwachung der Einhaltung der neu zu formulierenden Kriterien wäre wieder ein Thema für sich.
weil das soll ja zum Teil sehr lax, wenn überhaupt, passieren. Ja, ich glaube auch, ist sozusagen die Übereinhaltung der Kriterien ist auch Thema der Eltern, würde ich auch sagen. Ja? So wie die Ausgezeiten im Endeffekt ja doch auch immer Thema der Eltern bleiben. Ja? Im Endeffekt ist es die Verantwortung der Eltern. Es kann natürlich schon sein, dass die Jugendlichen dann kommen mit dem Jugendschutzgesetz und den Zettel vorhalten, aber ich würde auch sagen, das Endwort sollte schon bei den Eltern liegen. Jetzt wird diese Vereinheitlichung ja schon sehr lange angestrebt eigentlich. Immer wieder sind Versuche gestartet worden. Wie optimistisch sind Sie, dass man jetzt wirklich einmal zu einer Einigung kommen kann? Ich würde sagen, ich würde jetzt gern in der Glaskugel lesen können. Ich habe Gespräche mit allen Bundesländern bereits geführt. Ich meine, es haben sich jetzt natürlich in den letzten Wochen gerade wieder Landesräte und Landesrätinnen geändert. Mit denen habe ich zumindest telefonisch Gespräche geführt. Und wir sind auf einem relativ guten Weg, aber es gibt noch Diskussionspotenzial, sage ich jetzt einmal am Donnerstag und am Freitag. Aber es wäre historisch, seit 1983 versuchen wir es. Wie lange durften Sie nicht 15 Stunden? Das ist schon so lang her, könnte ich sagen, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber, genau, aber die Kleineren, die sind noch zu klein, um sie weg. Ja, der Große, der ist 19, der durfte ausgehen, solange es halt wirklich im Gesetz verankert war, das Ausgehen. Ja. Ich glaube, meine Eltern waren auch relativ liberal, weil wir ja vor allem, ich komme vom Land, und da gibt es ja die Feuerwehrfeste und ich weiß nicht, die Frauenbewegungsgrillfeste und dergleichen. Und da durfte man dann eigentlich, weil man es doch immer als geschützten Raum gesehen hat, auch lange ausgehen, aber sicher so lange, wie es halt wirklich erlaubt war. Ja. Sie hätten jetzt persönlich als Mutter kein Problem, wenn man 15-Jähriger bis 1 wie im Grundland ausgehen könnte? Nein, ich glaube, ich hätte kein Problem damit, weil ich natürlich immer, ich plädiere an die Vernunft der Kinder und an die Vernunft der Eltern, denke ich mir. Ich meine, es ist vielleicht wieder ein Unterschied, sage ich jetzt einmal, wir haben zwei Buben und ein Mädchen zu Hause, ob das jetzt Jungs oder Mädels sind, ja, aber es ist immer, Sie wissen ja, wie das ist, manche Kinder sind früher erwachsen und andere sind es später. Das Problem, das ich da sehe, oder Problem, wir haben schon in 5 Bundesländern in Österreich eine Ausgehzeit von 1 Uhr für 14- bis 16-Jährige, und eine Ausgehzeit von 23 Uhr von 12 bis 14-Jährigen. Ja? Ich glaube, es ist halt schwer, den Jugendlichen in einem anderen Bundesland zu erklären, warum der Jugendliche anders behandelt wird als jetzt im Burgenland eben zum Beispiel. Warum ist der steirische Jugendliche oder die steirische Jugendliche anders zu behandeln als eine burgenländische Jugendliche? Und ich meine, ich glaube, das ist ein Problem, das schon zu hinterfragen ist. Ich meine, die Jugendlichen hinterfragen heutzutage wirklich viel, ja. Und ich meine, wenn dann das Kind kommt und sagt, schau mal, was ist denn da los? Die können bis 1. Das Kind einer rumänischen Pflegerin weniger wert und die Mama zu einem Verzeihung scheiß drauf, wie ihr noch nach Österreich kommen muss, weil die auch immer keine gescheite Pflegefinanzierung aufbereitet. Ja, da. Also das würde ich jetzt schon gerne als zwei Paar Schuhe sehen. Ja. Wenn das Kind in Rumänien lebt, dann sind auch die Lebenshaltungskosten ein anderer. Ja. Und wenn es bei uns lebt, dann ist das kein Problem. Dann würde es auch unsere Lebenshaltungskosten haben. Ja. Die EU macht das bei ihren Beamten. Ja. Die sind indexiert im Gehalt. Die Beamten sind EU-weit indexiert in ihrem Gehalt. Ja. Also wenn die Beamten von Brüssel ausgesendet werden, nein, nur als Beispiel, ja. Die sind auch an die Lebenshaltungskosten im eigenen Land angepasst. Okay. Und was man noch dazu sagen muss, wenn Sie von der Indexierung sprechen, es war nur, ich habe gesagt, auch die EU macht es mit ihren Beamten, dass sie indexiert. Und was ich schon auch noch hier sagen möchte, ist, dass die EU-Kommission, ja, das den Briten angeboten hat seinerzeit und alle Mitgliedstaaten dem zugestimmt haben. Ja. Und deswegen ist halt schon auch die Frage zu stellen, warum die Briten eine andere Wertigkeit haben als andere EU-Mitgliedstaaten, warum das jetzt für andere EU-Mitgliedstaaten nicht machbar sein soll. Das muss man halt schon auch hinterfragen, würde ich sagen. Ja. Den Briten wurde das angeboten von der EU-Kommission damals, ja, damit sie eben nicht aussteigen. Ausgestiegen sind sie jetzt trotzdem. Alle Mitgliedstaaten haben das unterstützt seinerzeit. Und dann muss man sich fragen, was jetzt anders geworden ist in der EU. Ist die Angst vor dem Brexit geringer als vor dem Brexit? Entschuldigung.
Entschuldigung. Kein Problem. Ich war ja fertig. Magst du dich noch fortsetzen, Rosi? War so gedacht. Wir sind ja so wie in Wien. Ausgezeichnet. Also, na, klar, jetzt sind die Lebenshaltungskosten die hoch ansteckend, aber generell sind ja jetzt nicht aus dem System gekommen. Ist das ein schwerer Umstieg? Ist das easy going? Macht uns gleich wieder Moser so wahnsinnig schwer, wo man jedenfalls glaubt, jetzt hat er nur drauf und sie offenbar so leicht? Also ob sie Moser schwer tut oder nicht, das kann ich jetzt schwer hier sagen. Ja, ich stecke nicht. Naja, im Moment ist er krank, also ob er sich jetzt schwer tut oder krank ist. Er ist eigentlich immer gut drauf. Aber Sie fragen ja mich. Ja. Gut. Mir gefällt es extrem gut. Ich tue mir sehr leicht dabei. Ich werde auch oft nach dem Workload gefragt. Das ist für mich jetzt kein großer Unterschied zur Wissenschaft. Auch in der Wissenschaft war der Workload extrem hoch. Und auch in der Wissenschaft habe ich oft die Wochenende mit der Wissenschaft verbracht. Nur habe ich natürlich einen Vorteil gehabt, das war in Graz. Ja. Da war es ein bisschen einfacher, zwischendurch nach Hause zu gehen und dann wieder halt ins Labor oder ins Büro zurückzufahren oder halt auch am Abend noch am Computer zu sitzen. Aber ich schaffe es durchaus mit 3 Nächten auswärts. Der Rest ist Pendeln zwischen Graz und Wien. Man kann die Pendelzeit ja auch sehr gut benutzen, um zu arbeiten. Es gibt noch einige Beispiele, die ich ja nennen könnte, die jeden Tag pendeln, von Wien nach Linz zum Beispiel. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Und für mich sind Herausforderungen immer schon das, was ich geliebt habe. Das war in der Wissenschaft auch so. Und ich sehe das jetzt auch als Herausforderung und mache es einfach total gern. Ja. Was war für Sie die Motivation, als Quereinsteigerin in die Politik zu gehen, jetzt mit einem Fulltime-Job als anerkannte Wissenschaftlerin mit der Familie im Hintergrund, dreifache Mutter? Was war die Motivation, einen ganz anderen Bereich anzugehen? Einfach was Neues machen zu können. Also in der Wissenschaft habe ich ja auch meine Felder durchaus also richtig gewechselt. Ich habe immer versucht, ein bisschen auf einer Schiene zu bleiben und ein paar neue Schienen aufzumachen. Ich war ja zuerst auf der Uni Graz, wo ich Chemie studiert habe, habe mich dann umentschieden für die Biochemie und für die Molekularbiologie und bin dann auch in die Bioinformatik gegangen. Und zum Schluss habe ich mich dann mit Krebs beschäftigt. Ja. Ich habe also einfach immer wieder neue Herausforderungen gesucht und ich glaube, man muss einfach für Veränderungen offen sein. Ja. Und wenn man das ist, dann kann man viel bewegen, denke ich. Das ist jetzt schon Ihr Ressort, wo Sie was von mir mal gesprochen haben, kurz noch. Ich glaube, dass Sie in den Nationalrat kommen. Hörte ich noch hinaus, Sie wollten zumindest als stellvertretendes Mitglied des Wissenschaftsausschusses dabei sein. Schon, dass das doch der Minister in einem ganz anderen Ressort geworden ist. Hätte Sie die Wissenschaft gereizt, wäre das noch eine Herausforderung für später. Also wenn man 20 Jahre in der Wissenschaft war und dann sagt, die Wissenschaft hätte mich nicht gereizt, dann hat man irgendwas falsch gemacht die letzten 20 Jahre. Aber mir gefällt auch das Ressort sehr gut. Ja. Also ich glaube, da kann man, ich meine, das Jugendthema ist ein Thema, das sehr bewegt. Ja. Und ich glaube, gerade auf der EU-Ebene werden wir sehr viel machen in der Ratspräsidentschaft jetzt. Was die Jugend angeht, wir brauchen eine neue EU-Jugendstrategie. Die letzte war über 8 Jahre aufgezogen. Und jetzt machen wir eine neue. Ja. Jetzt werden halt wirklich die Jugendlichen, es gibt 3 Jugendkonferenzen jetzt, wo wirklich von den Jugendlichen, die werden befragt. Es gibt viel Hintergrundinformation. Wir überlegen uns jetzt auch, ob man wirklich die Jugendstrategie wieder auf 8 Jahre aufziehen soll, weil ich denke, gerade im Thema Jugend ändert sich so viel, so schnell, dass vielleicht 8 Jahre ein Rahmen sind, der auch ein bisschen zu weit gegriffen sind. Ja. Ist und dass man in diesem Rahmen eben dann zu, wie soll ich sagen, nicht wirklich fokussiert arbeiten kann, wenn man so auf lange Zeit, aber das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Wir haben die Jugendkonferenz im September und wir brauchen auch die österreichische Jugendstrategie neu. Da wird sich auch ganz viel mit Jugendgesundheit beschäftigen, mit Digitalisierung, mit Landflucht natürlich, auch duale Ausbildung. Ich glaube, das ist ganz, also für die Jugend ein spannendes Thema und vor allem für die Zukunft ein spannendes Thema, das uns vor viele Herausforderungen stellt. Frauen
ist, also sage ich jetzt einmal, nachdem ich selbst dadurch bin, als Frau, Karriere, noch dazu in einem technischen Bereich, also ich kenne das Feld wirklich von dieser Seite, ich weiß, es geht, ja, und dann noch Familie, drei Kinder, wie schon erwähnt wurde. Es gibt viele Hindernisse am Weg dorthin, ja, es gibt viele Stolpersteine, es gibt viele Herausforderungen und ich glaube, genau deshalb ist das, wird das, glaube ich, zu meinem, sage ich jetzt einmal, Lieblingsthema für die nächsten Jahre auserkoren werden. Wie kann ich als Frau, wenn ich will, sozusagen Karriere machen? Wie können wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen? Wie können wir mehr Frauen aus der Teilzeitarbeit herausbekommen? Es arbeiten 50% der Frauen Teilzeit, 75% der Frauen mit Kindern unter 15 arbeiten Teilzeit, während nur 6% der Männer mit Kindern unter 15 Teilzeit arbeiten. Ich glaube, da gibt es extrem viel zu tun für ist die nächsten eine Jahre. Entschuldigung? Sind Sie da für diese Themen nur in der Kinderteilzeit, sind Sie für mich so grünen Themen? Also ich bin nicht ideologisch getrieben, sondern ich bin sachgetrieben, würde ich sagen. Ja. Das war ich auch in der Wissenschaft und ich glaube, das ist meine große Stärke, dass ich mir die Themen einfach vornehme, ja, dass ich versuche dann wirklich mit den anderen Parteien auch, soweit es jetzt möglich ist, in den Dialog zu gehen und wirklich gemeinsam was umzusetzen. Ja. Ich glaube, es geht ja hier wirklich ums Ziel und nicht um den Weg dorthin. Ganz speziell Thema Frauen, da ist Ihnen ja doch ein eher kühler Wind entgegengeweht, das Nichtunterschreiben des Volksbegehrens. Ich sage mal, der enden wollende Part von Frauenpolitik im Parteiprogramm. Sie haben jetzt gesagt, es gibt mehr Geld. Wie sollen diese Geldmittel eingesetzt werden? Worauf wollen Sie sich fokussieren? Mehr Geld habe ich nicht gesagt, das möchte ich korrigieren. Ich habe nur gesagt, es gibt gleich viel Geld im Frauenbudget. Das Frauenbudget ist nicht gekürzt worden. Das ist mir wichtig zu sagen. Wir haben gesagt, Gewaltprävention wird ein ganz ein wichtiges Thema sein. Es sind einfach immer noch viel zu viele Frauen von Gewalt betroffen, natürlich auch von Männern, auch Männer. Aber wir haben im Jahr 65.000 Fälle in Österreich, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt. Und es werden leider immer mehr Frauen und Frauen. Und ich glaube, da muss man auf der einen Seite was tun in der Prävention, ja, Frauenberatungsstellen und auf der anderen Seite aber auch dann die Opfer schützen, was da die Gewaltschutzzentren angeht und die Interventionsstellen. Und wir schauen uns jetzt, wir werden Bedarfserhebungen machen, wo wirklich diese 100 Plätze vonnöten sein werden, ob das jetzt in der Akutintervention ist, ob das Übergangswohnungen sind. Das ist ein bisschen bundesländerabhängig. Also in Salzburg-Stadt hatte ich Gespräche, dass vor allem Übergangswohnungen fehlen zwischen Frauenhäusern und dem Wiedereinstieg ins Leben für Frauen, bis sie Wohnungen finden, weil Salzburg-Stadt ein extrem teures Pflaster ist. Ja. Andere Städte haben dieses Problem nicht. In Wien gibt es genug Übergangswohnungen und so weiter. Also da müssen wir zuerst wirklich eben den Bedarf erheben und dann können wir dann auch darauf reagieren, sage ich jetzt einmal. Wenn Sie 100 neue Plätze haben bis 2022, glaube ich, genau, gleich viel Budget, dann muss es irgendwo etwas weniger werden. Das Budget steht jetzt einmal für die nächsten 2 Jahre und die Plätze sind bis 2022 angedacht. Heißt also, trotz dieser zusätzlichen Plätze gibt es im Frauenbudget keine Kürzungen in anderen Bereichen. Habe ich das verstanden, richtig? Noch einmal, das Budget ist jetzt nur für 2 Jahre aufgestellt, ja, und die 100 Plätze sind bis 2022 angedacht. Ja, deswegen werden wir jetzt einmal uns damit beschäftigen, zu schauen, wo brauche ich diese Plätze und dann auch natürlich, was kosten diese Plätze und dann kann man erst agieren, sage ich jetzt mal. Frau Minister, ich wollte nicht die Antwort. Eine Frage, das Thema von einer anderen Seite. Vor kurzem haben sich einige aus der Politik über das Addendum lustig gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Wir haben jetzt 2000 Gemeinden angeschrieben und wollten ja wissen, was die Gemeinden ausgeben für Kultur und ein paar Förderungen. Okay? Ich habe dann ein paar Bekannte angerufen aus der Politik und ich habe gesagt, eigentlich gibt es da gar nichts zum Lachen, weil wir aus der Politik, in dem Fall aus der Landespolitik, auch nicht gescheiter dastehen. Ne? Und jetzt haben Sie ja eigentlich den Anspruch, gewisse Transformationen herbeizuführen. Sie kommen also aus dem technischen Bereich.
Das heißt, Zahlen, Daten, Fakten sind nicht, wie soll ich sagen, politisiert, postfaktisch. Also da haben wir, glaube ich, in Österreich ein bisschen einen Erklärungsbedarf. Und das Zweite ist ja, Sie wissen ja, die BSI-Richtlinie, das war damals Nelly Kös, der damals 2006 und dann 2013 bereits klargestellt hat, das ist eine gültige EU-Richtlinie, dass Sie als Bürger eigentlich einen sehr weitgehenden, als Unternehmer noch mehr weitgehenden Zugang zu öffentlichen Informationen haben. Und Sie sind ja jetzt quasi Mitglied des Bundeskanzleramts, das ist meines Erachtens ja Kanzler, Bundeskanzleramt-Agenda. Was wird sich da tun? Ich sehe hier, Entschuldigung, wenn ich das nochmal so gerade aussage, einen ziemlich groben demokratiepolitischen Missstand, der Sie in weiter Folge auch betrifft. Das stellt sich ja die Frage, wer die Zahlen, auf die Sie dann planmäßig aufsetzen und welche wie belastbar sind. Nein, ich gehe davon aus, dass die Zahlen schon halten, was sie versprechen. Warum soll es nicht so sein? Gegenfrage. Weil die Datenerfassung, das hat sich herausgestellt, bei diesen 2000 Gemeinden sind nicht nur so, haben Sie es gelesen, Addendum? Wir können ja jetzt schon von den Daten ausgehen, die wir jetzt haben. Ich gehe ja von Daten aus, wenn ich jetzt, also wenn ich die Gewaltstellen nehme. Ja. Es gibt eine Europakonvention, auf die ist aufzubauen. Eine Frau von 10.000 braucht einen Platz. Ja. Und wir wissen, wir haben 766 Plätze in Frauenhäusern und das kann man mit einfachen Rechnungen dann, also wenn Sie jetzt von meinem mein Ressort ansprechen zum Beispiel, ja, wenn ich das als Beispiel nennen darf. Wir haben einen Gender Pay Gap von 20%. Ja. Es kommt darauf an, wie man es rechnet, aber hier geht man von den Bruttostundenlöhnen aus bei den 20%. Ja. Darauf kann ich auch aufbauen und sagen, ich habe 20% Gender Pay Gap, ich möchte es natürlich verringern. Ja. Also ob ich jetzt das so rechne oder ob ich das andere rechne, der Gender Pay Gap ist immer riesengroß in Österreich. Ja. Also ich denke, die Daten, die ich zur Verfügung habe in meinem Ressort, um in die Richtung, in die ich gehen möchte, was zu bewegen, die sind sicher valide. Genau, richtig, ja. Weil man einfach sieht, 20% sind viel zu viel, ja. Und da gehört einfach was getan. Kennen Sie die Argumentation, warum man eigentlich bei der Aufteilung der Ressorts für die neue Bundesregierung nicht die Chance genutzt hat, zum Beispiel bei einem ganz großen Wurf, nämlich ein Generationenministerium zu kreieren? Warum gibt es so etwas in Österreich noch nicht? Ja, man kann immer im Nachhinein sagen, was hätte man anders machen können. Ich meine, ich glaube in Deutschland, bei der Kollegin sind die Senioren auch noch dabei. Aber ich denke, es ist ein gutes Ressort. Ich habe mir schon die Vorwürfe gefallen lassen müssen, dass die Frauen jetzt, was tun die bei der Familie? Ja, weil die meisten wollen ja Frauen und Familie nicht als Querschnittsthema sehen. Ich versuche das auch, was gewisse Themen angeht, wirklich getrennt voneinander zu behandeln. Aber ich denke mal, Frauen sind in vielen Themen schon mit der Familie eine Querschnittsmaterie, das muss man einfach so sagen. Auch wenn man darauf abzielt, eben den Gender Pay Gap zu verringern, mehr Frauen wieder aus der Teilzeit zu bringen. Das hat meistens schon mit der Vereinbarkeit von Familie, Frau und Beruf zu tun. Und uns ist es ja auch ganz wichtig, dass wir die Kinderbetreuungsplätze erweitern. Und da sage ich, das bringt den Familien was, das bringt den Vätern was und das bringt den Müttern was. Und deswegen finde ich es schon einmal super, dass jetzt die Themen so sind, wie sie sind. Ja, die Senioren hätten wir jetzt auch noch dazu nehmen können. Ich habe auch schon von Männern gehört, es wäre schön, wenn die Männer noch bei mir wären. Ja, sie werden mitgedacht. Schön. Frau Ministerin, Sie haben gesagt, Querschnittsmaterie, das heißt, es ist auch wichtig, so die anderen Ressorts mit einzubinden. Wie geht es Ihnen da mit den FPÖ-Ressorts in dieser Frage? Ja, genau. Also mit Hartinger Klein gibt es den Aktionsplan Gesundheit, an dem gearbeitet wird. Da gibt es jetzt, da hat es jetzt letzte Woche ein Focal Point Meeting gegeben auf Beamtenebene. Da gibt es jetzt im Juni dann ein Meeting gemeinsam mit Hartinger Klein, wo wir halt, also da haben wir vor allem das Thema psychische Gesundheit, das Gesundheitsziel auch hineingenommen, weil da sehr viele Frauen betroffen sind. Also das funktioniert sehr gut als Querschnittsmaterie. Und da kann ich gleich auch zur Jugend gehen. Das ist natürlich gerade, ja?
Was ich eigentlich gemeint habe, ist nicht jetzt sozusagen konkrete Keimschritte, sondern wenn Sie die frauenpolitischen und klimapolitischen Positionen vergleichen, Ihre und die der Gefühl, was kommt bei diesem Vergleich raus? Also ich glaube, mit Hartinger Klein habe ich da sehr, eine sehr gute Gesprächsbasis. Wir wissen natürlich, dass in der FPÖ manche auch vielleicht konservativer eingestellt sind, keine Frage. Aber ich habe schon gesagt, ich glaube, es geht uns allen um die Sache. Über die FPÖ hinweg ist sicher jeder der Meinung, dass der Gender Pay Gap verringert gehört, dass wir etwas in der Gewaltprävention zu tun haben. Und dass die Kinderbetreuung verbessert gehört in Österreich, ich glaube, da sind wir uns einig. Was der Kollege Vortal ist uns hier schon oft daran zu verlesen, verzeihen. Problem. Auch wenn die Mutter von fast zweimaligen Schulkindern oder schon, keine Ahnung, diese Deutschklassengeschichte. Wie sehen Sie das jetzt für mich so als Mutter, als Frau, wenn ich als jetzt, wenn Ihr Kind, also ich weiß ja aus Hochkund der Quelle, ohne Daten, tut mir leid, dass die letzte deutsche Erhebung, bevor es da zur Migrationsbewegung gekommen ist, außerordentlich viele ostdeutsche Klassen in ein, das Sagenrecht der Finnen mit ihren Deutschkenntnissen geschoben hat. Die müssten ja aber mehr eine Unterschiede von Herkunft machen, dann auch eine extra deutsche Klasse. Ja, so wird es auch sein. Also ich war noch lange nicht in der Regierung, ich war noch nicht einmal Nationalrätin, da habe ich mit Kommunalpolitikern in Graz schon darüber gesprochen, dass es Sinn machen würde, aus der Erfahrung mit meinen Kindern, Deutschklassen, Deutschförderkurse, Deutschunterricht vor Schulbeginn einzuführen, weil ich einfach finde, dass die Kinder, die neu ankommen und die Sprache nicht können, leider nicht abgeholt werden können. Und die anderen Kinder, die drinnen sitzen, leider nicht entsprechend weiterkommen im Thema. Ja? Also ich habe da auch mit sehr vielen Lehrerinnen gesprochen. Es ist sowohl in Graz ein Thema, aber natürlich nicht so ein starkes Thema jetzt wie in Wien. In Wien gibt es natürlich viel mehr Brennpunktschulen, wo die Lehrerinnen sagen, sie kommen überhaupt nie zur Vermittlung des Themas, weil sie zuerst einmal Vokabeln vermitteln müssen. Ja? Und ich glaube, war das bei einem Ihrer Kinder und oder bei seinen Bekannten auch so damals? Das Problem ist ja nicht erst 2015 aufgetaucht. Natürlich, was versucht man in Graz, wenn man kann? Man versucht, das Kind in eine Schule zu geben, wo man dem Ganzen eventuell entgehen kann. Das war das, was ich in meinem Freundeskreis halt mitbekommen habe. Wir haben jetzt ein Glück gehabt. Wir sind jetzt vor 3 Jahren nach Andritz gezogen und unsere Kinder gehen dort in die Volksschule in St. Veit. Und dort ist der Migrationsanteil relativ gering. Aber es gibt bei uns in der Klasse 2 oder 3 Kinder mit übrigens russischem Hintergrund und mit einem österreichischen Elternteil. Und die sprechen halt Deutsch als zweite Muttersprache und da ist es kein Problem. Aber es gibt dennoch Förderkurse. Ja. Aber ich glaube, wenn 2 von 25 Kindern das Thema haben, dann ist es halt kein Thema in einer Klasse. Aber wenn 60-65% Migrationshintergrund haben und das ist halt in Wien schon einmal der Durchschnitt, dann wird es halt schon zum Thema. Und ich glaube eigentlich, dass diese Deutschförderklassen eine unglaubliche Chance für diese Kinder sind. Ja? Also wir haben ja gesagt, in der Volksschule 15 Stunden, dann 20 Stunden mit Übertrittsmöglichkeit nach einem Semester, ja, wenn mehr gebraucht wird, nach 2. Und ich meine, in Deutschland gibt es dieses Thema auch und da wird das auch so gemacht und da funktioniert es gut. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Kinderbetreuungseinrichtungen. Jetzt ist es jetzt schon so, wenn man, sage ich jetzt mal, genügend Geld hat, gibt es diese flexiblen Einrichtungen, wo man die Kinder hinschicken kann. Aber es ist ja gerade für Mütter, die eben nicht über genügend Einkommen verfügen, wäre es ein wichtiger Punkt, ihnen auch so flexible Kinderbetreuung anzubieten. Wie will man das schaffen, diese Einrichtungen? Auch diese Forderung ist ja schon seit Jahren gegeben, funktioniert aber in dieser Form noch immer nicht befriedigend, sagen wir mal so.
Also ich glaube, was die Kindergärten angeht, von 3 bis 6 Jahren, da sind wir wirklich sehr gut abgedeckt in ganz Österreich. Zwischen 94% und 98%, es kommt drauf an, also mehr als 98% haben wir auch beim letzten Kindergartenjahr sozusagen nicht, 98, irgendwas, weil ja doch einige Eltern ihr Kind bewusst zu Hause behalten und weil dann ja auch das Voreinschulungsthema noch dazu kommt, das wird natürlich, die Kinder werden dann auch nicht mitgezählt. Soweit ich weiß, von allen Bundesländern gibt es kein Bundesland, wo es nicht gestaffelte Elternbeiträge gibt. Das heißt, Eltern, die sehr wenig verdienen, bezahlen für den Kindergarten sehr wenig oder gar nichts. Ja? Also das weiß ich auch von unserem Kindergarten, dass das so ist, dass es da Eltern gibt, die nur das Mittagessen bezahlen und da teilweise sogar noch Reduktionen auf das Mittagessen möglich sind. Und was die Kinderbetreuung von 1- bis 3-Jährigen angeht, so glaube ich, gibt es allgemein einfach viel zu tun. Also ich glaube, das hat das eine mit dem anderen jetzt sehr wenig zu tun. Da muss überhaupt noch Betreuungsabdeckung stark erhöht werden, sage ich jetzt einmal. Da liegen wir bei 27% in Österreich. Die Steiermark liegt da bei 19%, da gibt es speziell viel zu tun. Wiederum im urbanen Raum natürlich besser als im ländlichen Raum. Aber es tut sich was. Also wir haben im Jahr 2008 bis 2016 österreichweit 65.000 Plätze geschaffen und immerhin 38.000 Plätze für unter 3-Jährige und haben da die Quote von 14% auf 27% gebracht. Und ich denke, wenn das so weitergeht, dann werden wir das Barcelona-Ziel, das wir uns mit 33% gesteckt haben, sehr bald erreichen. Auch in Richtung dann Sommerferienabdeckung beispielsweise, die immer noch ein großes Problem ist. Die 9 Wochen Sommerferien sind natürlich ein Problem, da gebe ich Ihnen ganz recht. Deswegen ist es auch ein Thema, die Herbstferien zu vereinheitlichen, damit wir zumindest das Thema schulautonome Tage hier wegbekommen. Was die Sommerferien angeht, so haben wir im Ministerium eine sogenannte Family-App. Und auf dieser Family-App gibt es österreichweit Anbieter von Ferienprogrammen, die Sie abrufen können. Also die können es gratis reinstellen und Sie als Eltern können es gratis abrufen. Und da wird sehr viel... Ja, ich habe es gesehen, bevor Sie es erschreckt haben. Da gibt es sehr viel Betreuungsangebot. Aber ich meine, ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass es erstens einmal... Wirklich, das wird wirklich ein teurer Spaß im Sommer und es ist ein mühsamer Spaß, ja, Kinder 9 Wochen. Aber hier ist natürlich, hier wird gemeinsam mit Kollegen Fassmann auch an einer Sommerbetreuungslösung gearbeitet. Ja. Aber dieses Maßnahmenpaket wird erst geschnürt. Haben Sie früher gesagt, wir hätten keine kürzere Sommerferien? Also bevor Sie die Politik haben. Das ist jetzt, glaube ich, eine persönliche Frage. Sie müssen sie nicht antworten. Ja, genau. Also das kommt darauf an, wie lästig die Kinder nach 7 Wochen werden, oder? Wenn sie nicht lästig sind, sind 9 Wochen okay. Wenn sie lästig werden, dann sind 9 Wochen lang, sage ich jetzt einmal. Ja. Nein, wir haben es mit dir. Ich möchte an die Frage von Herrn Fischer anknüpfen, wegen der Generation unter Senioren. Es ist schon interessant, dass diese Regierung offenbar gar kein Commitment macht. Ja, Sie sind als Familienministerin schon für zumindest 2 Generationen in der Regel zuständig. Was lernen wir daraus? Sie sind ja nicht zuständig, okay? Aber trotzdem, was lernen wir daraus? Aber was diese Koalition da... etwas unangenehm für diese irgendwas zu tun. Sie kriegen alle eine Pension oder sie kriegen Kranken, die sind Krankenverleger. Ob das reicht schon, ist das genug? Also ich glaube, ganz so darf man das nicht sehen. Wir werden schon einiges für die Pensionisten machen, wie es im Programm verankert ist, mit der Erhöhung der Mindestpension und dergleichen. Aber ich finde es nur lustig, es ist jetzt eigentlich ganz egal, wo ich sitze. Für irgendwas muss ich immer Kritik einstecken. Vorige Woche war es eine Gemeinderätin aus Graz, die mich damit konfrontiert hat, dass die Senioren eine Bundesvertretung haben, dass die Jugend eine Bundesvertretung hat, aber die Familien haben keine Bundesvertretung. Also,
großartig. Der Kandidat hat 100 Punkte. Das heißt, man kann natürlich immer sich weniger oder schlechter oder besser vertreten fühlen. Es ist, glaube ich, immer eine Sichtweise, sage ich jetzt einmal. Sehr schmeichelt Sie denn, wer nicht weiß, leider nicht mehr wo, hoffentlich in meinem Medium, dass Sie schon die programmierte neue Landeshauptfrau der Steiermark seien. Das finde ich ja. Ich habe es am nächsten Tag gelesen, habe dann natürlich von Freundinnen und Freunden eine SMS bekommen, habe ich gesagt, naja, dem Landeshauptmann wird es jetzt gleich gehen wie mir, der liest halt auch zum ersten Mal. Ja, mein Kommentar dazu. Ich bin in der Bundesregierung, ich bin gerne in der Bundesregierung. Aber Sie schließen als künftiger Vollprofi in der Bundesregierung nichts aus, oder? Ich bin in der Bundesregierung und ich bin gerne in der Bundesregierung. Claudia Schießer, Inside Politics. Frau Minister, wie viele Kinder braucht es Ihrer Meinung nach für eine gesunde und gedeihliche Gesellschaft? Schauen wir nach Japan. Ne? Japan geht es wie Österreich. Wir haben auch in Japan in etwa eine Geburtenrate von 1,4 Kindern. Japan wird in, ich habe es mir nicht genau gemerkt, ich glaube in 800 Jahren aussterben, weil Japan ja keine Zuwanderung hat. Ja? Japan hat zwar sehr viele Asylanträge pro Jahr, aber genehmigt nur ein paar hundert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Anträge belaufen sich aber auf die Tausende. Österreich hat auch eine Geburtenrate von 1,4. Frankreich hat eine Geburtenrate von 2. Ja, die sind da, würde ich sagen, ganz gut aufgestellt und auch rein mathematisch, nachdem es ein Kind sozusagen von 2 Elternteilen kommt, bräuchte es vermutlich 2 Kinder damit. 2,3 ist eben natürlich. Ja, aber zumindest 2, also da sind wir schon noch weit entfernt. Wie gesagt, Frankreich ist jetzt einmal bei 2 Kindern. Natürlich wäre das wünschenswert, aber ich glaube, die Frauen, die haben halt in den letzten Jahren gesehen, dass es schwierig ist, Familie, Beruf und Frau sein vielleicht auch noch dazu zu nehmen, zu vereinbaren. Und aus dem heraus ist es ein natürlicher Prozess halt gewesen. Also ich kann es nur von mir selber sagen, es ist halt nie der richtige Zeitpunkt für ein Kind gewesen. Ja. Es ist immer Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, dass man... Das habe ich Sie nicht verstanden. Das war dann zufällig. Nein, es war nicht zufällig, es waren trotzdem, aber ja, es ist der richtige Zeitpunkt nicht da und irgendwann sagt man halt, wenn man Kinder will, man kriegt sie trotzdem sozusagen, ja. Aber es war halt immer wirklich mit einem, ich sage mal, es war mit Stress verbunden natürlich. Ich würde dann aber gerne noch eins ausführen, dazu, aber ich finde es nicht zufällig, weil, also wenn ich mich erinnere an meine Kinder, dann hat es Großeltern und Urgroßeltern gegeben, die für uns da waren und die Eltern haben genau mit mir gearbeitet haben. Ganz sicher. Und ich meine, es hängt ja damit auch zusammen, dass wir halt damals wahrscheinlich von zu Hause weggegangen sind. Deswegen kann ich halt auch nicht auf meine Großeltern so gut zurückgreifen, weil die aus der Südsteiermark sind. Ja, aber meine Brüder können sehr wohl auf die Großeltern zurückgreifen, weil sie halt nur am gleichen Hof wohnen sozusagen. Und ich glaube, dieses generationsübergreifende, aber ich glaube, es hat sich schon auch insofern was geändert, dass Großeltern heute das auch nicht mehr 5 Tage die Woche machen wollen. Ja. Großeltern, die haben auch anderes vor inzwischen. Aber, Meine Nachbarn sind anders, aber vielleicht sind die Ausnahmeerscheinungen. Was ich so mitbekomme, sind die. Ja, aber die sind so wie die 8 Millionen Fußballtrainer. Dazu haben wir wahrscheinlich alle Nachbarn, Eltern, Großeltern und jeder ist halt ein bisschen anders gestrickt. Aber ich meine, sicher, wenn es die Großeltern machen wollen, sage ich, dann ist das sehr nett. Ja. Und am Land gibt es Gott sei Dank dieses Backup sehr oft, weil die Kinderbetreuungsplätze da ja wirklich noch oft nur schlecht flächendeckend sind. Aber in der Stadt ist es halt wirklich ein Thema, das ist richtig, ja. Ich wollte nur mal zu Ihrer Antwort, zu meiner Frage zurückkommen, weil Sie haben gemeint, wir
20.000 bis 40.000 Abtreibungen haben. Das sind alles nur geschätzte Zahlen, aber wichtige Statistiken gibt es ja dazu nicht. Könnten Sie sich vorstellen, dass jetzt mit dieser Bundesregierung das Thema Fristenlösung oder Abtreibung noch einmal neu auf dem Tisch landet und neu diskutiert wird? Sicher nicht. Eine andere Frage zuvor, Herr, die Zahl nicht ganz merken. Es gibt in einem Bereich etwa 5% weniger Förderungen. Sie sparen 5% der Förderungen ein, so muss man so. Das ist in Euro wie viel ungefähr? Also die Zahlen müssen wir uns jetzt noch genauer anschauen, aber bei den, da geht es um die Familien- und Medienberatungsstellen. Mhm. Ja. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf. Darf ich Sie noch zum vorigen Thema noch mit den Kindern, zwei wären optimal. Ja. Ich habe beruflich im Gericht zu tun, auch in der Gemeinde, im Kindergarten, also in den ganzen Ressort. Und ich erlebe es halt immer wieder, dass sich sehr viele Familien zwei Kinder nicht leisten können. Wenn sie gerade ein Haus bauen oder so irgendwas machen, dann ist ein Kind schon größer. Und was mich aber viel mehr schreckt, das habe ich tagtäglich im Beruf zu tun, ich bin Gerichtsvollzieher, bin unterwegs, dass sehr viele sozial schwache Familien sehr viele Kinder haben und dort, das ist jetzt kein Floskel, die Haupteinnahmequelle die Kinder sind. Wenn man mit ihnen spricht, von was lebt sie? Von der Kinderbeihilfe. Familienbeihilfe, Kinderbeihilfe. Das heißt, dort gibt es noch 5-6 Kinder, die haben sehr viele Kinder teilweise und werden halt irgendwie dann vom Staat auch mitgetragen. Aber wenn man das sieht, die Kinder, die haben einen ganz anderen Hintergrund, wie andere Kinder haben. Die leben eigentlich in, dann vielleicht auch glücklich und zufrieden, aber es sind ziemlich ärmliche Verhältnisse, was man da sieht. Und was sagen Sie, kann man das irgendwie in den Griff kriegen? Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt das wissen, dass das gibt wahrscheinlich schon, ne, wenn Sie auch Kinder haben. Aber ich erlebe das tagtäglich, das ist recht frustrierend, stimmt, ja. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, mit 3 Generationen in einem Haus, ohne fließendem Wasser. Den ersten Fernseher habe ich mit 9 Jahren gesehen. Badet haben wir jedes Wochenende im Brotteig-Holzschuber waren, ja, einer nach dem anderen durchgezogen. Das Gewand, das wir angehabt haben, haben, glaube ich, schon, weiß nicht, wie viele Cousinen und Cousins vor uns angehabt. Und ja, so war das halt. Hat auch geklappt, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, keine Frage. Es wird halt immer, aber ich meine, dafür gibt es ja die Familienleistungen, sage ich jetzt einmal. Gott sei Dank gibt es so viele Familienleistungen in Österreich, das muss man schon einmal, 9% vom Bundesbudget gehen in Familienleistungen in Österreich. Und ich glaube, das ist auch sehr notwendig, damit eben die Kinder unterstützt werden, ja? Damit die Kinder die Möglichkeit haben, Bildung zu bekommen. Deswegen wird auch so viel in Familienleistung investiert in Österreich, sage ich jetzt einmal. Die Thematik ist mir bekannt, natürlich. Aber ich weiß jetzt eigentlich nicht, was die Frage wirklich war. Ja, ob man da irgendwie gegensteuern kann. Gegen was? Dass man sagt, man setzt noch mehr Sozialarbeit ein und, weil die sind ja teilweise ja, total überfordert. Ne? So, ich jetzt würde ich mal sagen, wir wissen natürlich, es gibt die Kinder- und Jugendhilfe, ja. Ja, und das Kindeswohl steht natürlich immer an oberster Stelle. Und die Kinder- und Jugendhilfe, die schreitet ja auch ein, wenn es notwendig ist. Ich glaube, da hat Österreich ein ziemlich gutes Netz, würde ich jetzt einmal sagen. Aber offensichtlich muss sich das Netz in Österreich ja in irgendeiner Form substanziell von dem Netz in Frankreich unterscheiden. Ich habe eigentlich auch beruflich immer wieder in Frankreich zu tun. Ne? Ich habe eigentlich das Gefühl, dass das politische Verstehen zugunsten Familien etwas anders. Und ich möchte etwas sagen, ich komme ebenfalls nicht aus dem Bereich Murek, bin ich sozusagen auch familiär verankert. Ich kenne das. Aber auf der anderen Seite wohne ich derzeit in Giacomini und ich kann dem Kollegen eigentlich da wirklich nur zustimmen. Wir haben hier einen Teil durchaus, ich glaube sogar sehr liebenswerte und liebenswürdige Eltern, die auch in den letzten Jahren gekommen sind, bei denen auch gewisse Vorstellungen, was ihre Kinder mitnehmen sollten, damit sie vielleicht in 15 Jahren auch beruflich
mobilisieren können, dass sie überhaupt nicht angekommen ist. Die glauben heute noch, obwohl sie 3 bis 5 Jahre im Ortenplatz, 3 bis 5 Jahre in Österreich sind, naja, dann werden sie halt irgendwo ein paar Augen mit der Schaufel sein, nicht? Dass das eigentlich keine Vision mehr ist, ist ihnen wahrscheinlich auch bewusst. Und da wäre die Frage, was man machen kann, dass sich eigentlich in Österreich Familien einfach auf der einen Seite wohler fühlen und sich vielleicht wirksamer damit beschäftigen, was die Kinder vielleicht in 15 Jahren brauchen, damit sie auf die Füße kommen. Sonst werden sie nicht auf die Füße kommen, sonst werden sie beim AMS oder sonst irgendwo einchecken müssen. Und deswegen ist Frankreich das Beispiel, das Sie genannt haben, hat glaube ich schon was, dass man sich das vielleicht anschaut, was da besser oder wirksamer funktioniert. Tut das? Das wollte ich jetzt auch hinterfragen. Ich kann es nicht sagen. Wir stehen, was die Jugendarbeitslosigkeit angeht, in Österreich extrem gut da, mit 9% Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Ich glaube, wir sind da an 4. oder 5. bester Stelle in Europa. Ich kann Ihnen nicht sagen, das weiß ich leider nicht auswendig, ob Frankreich vor uns liegt. Da müsste ich jetzt nachschauen. Glaube ich aber fast nicht, muss ich jetzt sagen. Aber was ist das Beste für unsere Jugendlichen? Ich habe schon vorher gesagt, wir investieren 9% des Bundesbudgets in unsere Kinder in Österreich. Ich glaube, das ist sehr viel Geld. Ja? Und wir versuchen wirklich den Kindern Chancen zu bieten, Lebenshaltungskosten damit zu ersetzen. Es wird auch sehr viel in Sachleistungen investiert. Wenn ich jetzt an die Schülerfreifahrt denke, egal woher das Kind kommt, ja, auch für individuellen Transport wird die Schülerfreifahrt übernommen. Wir investieren in Schulbücher. Österreich ist wirklich ein Land mit einem sehr hohen Wohlstand, sage ich jetzt einmal. Wir haben gute Chancen, was die Schulen angeht, und wir haben wirklich sehr wenige Jugendliche, die keinen Lehrabschluss haben. Aber jeder Einzelne, den wir haben, ist natürlich einer zu viel. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und deswegen müssen wir genau für diese Jugendlichen, die ohne Lehrstelle sind, ja, einfach auch was tun. Und ich glaube, diese Pflicht, diese Jugendlichen auszubilden und zu bilden bis zum 18. Lebensjahr, die auch jetzt kommt mit der Bundesregierung, ist, glaube ich, ein guter Weg dahin. Weil es hilft ja nichts, wenn die Kinder nach dem 9. Pflichtschuljahr aus der Schule kommen und nicht wirklich gescheit lesen und rechnen können. Ja? Also es muss schon unser Ziel sein, dass die Kinder, die die Schule verlassen, auch lesen und schreiben und verstehend lesen, schreiben und rechnen können. Und ich glaube, da gehen wir mit unserer Bundesregierung jetzt einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Dass Sie sich bemühen und dass vielleicht ein paar neue Wege jetzt angehen, das wollte ich deswegen ja nicht kritisieren. Nicht? Aber weil wir früher über die Statistik gesprochen haben, ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei einer Pressekonferenz die Frau, die zuständige Schullandesrätin, ne? War ja auch, ist gar nicht so lange her, dass ich auch hier war, gefragt, wie kann das eigentlich, Sie kommen selber aus dem, immer wissen aus dem Lehrbereich, also du, sag mal, wie kann das überhaupt sein, dass jemand eigentlich mit dem Niveau Ausbildungsziel Erreichung etwa 3. Volksschulklasse dann durchgehandelt wird, ohne Wiederholen? Interessanterweise bist du aus der Polytechnik, kommen wir danach einmal hin. Ne? Das heißt, da sind, glaube ich, schon noch ein paar Dinge. Und darauf hat sie gesagt, naja, sie war übrigens einer derjenigen, die gemeint hat, dass das Zahlenmaterial hier vielleicht nicht so valide ist, wie man es gehört hätte. Ne? Weil ansonsten kann es ja nicht sein. Geht es, dass jemand, dass ein Kind ohne Wiederholen mit dem Bildungsniveau 3. Volksschulklasse eigentlich 4 Klassen Volksschule noch absolviert oder neue Mittelschule? Wie geht es? Ohne Wiederholen. Und das bitte in der Steiermark, hat sie selbst dann eingestanden, nicht einmal hundertefach. Ne? Und das ist ein Missstand, ich glaube, der, weil wirklich der Betrug stattfindet, ja auch an den Kindern. Weil die kommen dann irgendwann schon mal drauf, was ihnen fehlt. Gut, aber da verstehe ich jetzt den Kontext zu den Ressorts von unseren eigentlichen Antworten. Vielleicht kann ich schon. Das geht ums Kindeswohl. Das geht ums Kindeswohl. Das heißt, dass man vielleicht da auch das was am Ressort übergreifend sich die Frage stellt, was geht da? Ich glaube, dass es noch zahlreiche andere Fragen gibt. Können wir das vielleicht dann im Anschluss an diese Frage? Ist nur weiter weg, aber es war ein ganz Deshalb ist sie von Olympia 2026. Nächste Frage, bitte. Das ist schon kurz im Gefühl.
ist ja richtig relativ wenig. Nein, ich glaube, jetzt, ich meine, das ist wiederum eine persönliche Frage. Ja? Und ich glaube jetzt nicht, dass ich da. Doch, das ist eine persönliche Frage. Ich bin in der Bundesregierung. Ja? Ich bin jemand, der sich gerne Sport im Fernsehen anschaut. Ich bin auch jemand, der gerne Sport betreibt. Aber ehrlich gesagt habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Ich hätte nur ergänzen, was Sie vorher angesprochen haben, Frankreich hat, ich habe das auch schon mal gelesen, Frankreich hat natürlich eine schlechtere Quote, was das anbelangt, was die Arbeitslosenquote bei EU nicht anbelangt. Ich würde sagen, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ich möchte mich da jetzt wirklich nicht festlegen, wir könnten ins Internet. Also 21,6%. Wir haben 9%, also die sind ganz woanders zu Hause. Ja. Und Russland, wo ist es für Sie wichtig, einerseits beim dualen Bildungssystem, mhm, anzusetzen und andererseits, was ist Ihnen wichtig, was sozusagen Jugendliche in Zukunft mitnehmen sollen aus der Ausbildungszeit? Das ist jetzt zwar auch nicht mein Ressort, sage ich jetzt einmal, aber was glaube ich ganz wichtig ist, ich habe ja selbst Lehrlinge ausgebildet an der Universität. Wo ich jetzt ein Steckenpferd sehen würde, ist, was die duale Bildung ausgeht, jugendliche Mädchen, ja, damit wir wieder zu meinem Thema zurückkommen, in naturwissenschaftliche Fächer zu bringen, also in MINT-Fächer, in IKT-Fächer, also wirklich die Diversifikation von diesen Bildungswegen. Ich glaube, das ist ein Zukunftsthema, das ganz, ganz wichtig ist. Ja. Wir machen auch im Bund, und es findet gerade nächste Woche statt, im BKA, wir haben einen Girls Day Mini, wir haben einen Girls Day, wir haben natürlich auch einen Boys Day, damit ich das jetzt auch noch gesagt habe, aber wir versuchen einfach jungen Mädchen, und da fangen wir schon im Kindergartenalter an, zu zeigen, dass sie Technik auch können, sozusagen. Ich glaube, da müssen wir viel tun, weil wir wissen ja, dass das die Zukunftsthemen sind, also IKT, Technologien, MINT-Fächer. Und ich glaube, gerade wenn wir da nicht mehr Frauen hineinbringen, sowohl in die duale Ausbildung als auch auf den Universitäten, dann werden wir vor allem ein Problem haben, weiterhin mit dem Gender Pay Gap. Weil ich glaube, gerade das sind bei uns sehr gut bezahlte Berufe. Ja, das ist ja nicht überall so. Also wenn man nach Spanien schaut, sind sehr viele Frauen in technischen Bereichen, aber das sind nicht so gut bezahlte Berufe dort. Also auch in China gilt dasselbe zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube, da gibt es viel zu tun und da können wir schon früh anfangen. Und wie gesagt, mein Ressort trägt halt dazu bei, dass wir Frauen fit für die Technik machen. Da gibt es verschiedene Programme, Fit, FitTech und so weiter. Und könnten Sie sich vorstellen, es gibt jetzt immer wieder verschiedene Kampagnen in die Richtung, auch da medial wieder zu tun? Also ich glaube, da wird jetzt zurzeit eh sehr viel getan und da schaue ich aber in Richtung Fassmann und Schramböck vor allem. Ja? Also gerade Margarete Schramböck hat gesagt, sie will eben neue Berufe, gerade in die duale Ausbildung in der neuen, werden, ich weiß nicht, 13 neue Berufe, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es sind über 10, glaube ich, neue Berufe implementiert, neue Zukunftsberufe, sage ich jetzt einmal, und da ist natürlich auch wichtig, dass wir dann die jungen Mädchen und die jungen Frauen mitnehmen, genau in diese Richtung. In welchen Bereichen halten Sie eigentlich Frauenquoten für sinnvoll und wo nicht? Also wir haben ja jetzt mit den Aufsichtsräten gesagt, wir gehen auf 30%, Österreich liegt derzeit bei 18% in den Top 200 Unternehmen und den börsennotierten Unternehmen, also da geht es noch ein Stückchen weiter. In den bundesnahen Betrieben haben wir uns ja schon 2013 dazu verpflichtet, eine Quote einzuführen, die wir 2018 hätte die bei 35% sein sollen, die Frauenquote. Wir liegen bereits bei 47%. Ja? Also man hat dann gesehen, mit der Einführung dieser Quote in den bundesnahen Betrieben der Aufsichtsrätinnen hat das wirklich gefruchtet. Auf der TU und in vielen Universitäten gibt es Frauenförderpläne, die auch sagen, bis zu 50% sollten dann halt Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt besetzt werden. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ich kriege natürlich auch immer wieder die Frage, da geht es vor allem um, als Beispiel, pädagogische Hochschule, warum man da nicht Frauenquoten einzieht. Elementarpädagogik, glaube ich, werden wir auch ein Problem haben, wenn man jetzt Frauenquoten einzieht oder auch Männerquoten einzieht, ja, weil dann werden wir leere Sessel oder leere Katheder in den Schulen haben. Es macht nicht überall Sinn, meiner Meinung nach, gerade in den Branchen, die ich vorher erwähnt habe, wenn man von der TU kommt, wo halt
leider nur 5-10% Elektrotechnik machen, auch in der dualen Ausbildung, Mechatronik und so weiter, da haben wir halt nicht viele junge Frauen. Und ich glaube, da macht dann auch eine Quote wenig Sinn. Ja. Sie haben vorhin gesagt, Ihr Tun und Handeln, wenn ich es einmal so sagen darf, ist nicht unbedingt ideologisch getrieben. Mhm. Ich gehe aber davon aus, ein paar Dinge, die die ÖVP vorgibt, in ihren Werten, in ihren Definitionen, werden auch Sie akzeptieren müssen, meine ich einmal. Mit dem Begriff von Familie, wie es die ÖVP derzeit sieht, ist das okay für Sie? Also nicht nur müssen, das mache ich gerne. Ich bin ja auch in einer politischen Familie aufgewachsen, in einer politischen ÖVP-Familie, muss ich dazu sagen. Mein Vater war im Gemeinderat tätig, war Vizebürgermeister, mein Bruder ist im Gemeinderat, also Politik war mir nicht fremd, aber ich habe sie nach außen hin halt nicht betrieben. Und das Zweite war jetzt, Entschuldigung. Definition von Familie. Definition von Familie, ja. Definition von Familie, ganz einfach. Familie ist dort, wo ein Kind ist. Ja? Und würde ich auch sagen, ich würde das gern auch erweitern und ich glaube, das kann man auch so sehen, Familie ist einfach dort, wo Generationen zusammen sind, weil ich sehe es ja auch als Familie, wo es zu Pflegende gibt. Ja? Das muss nicht unbedingt der Kind in Betreuung sein. Es ist aber gesellschaftlich sehr viel im Gange, vor allem im Kontext zur Gleichgeschlechtlichkeit. Ja? Da nimmt die ÖVP nicht unbedingt viel Rücksicht darauf, oder doch? Also ich glaube, da gibt es ein Urteil vom Verfassungsgerichtshof, das ist, wie es ist, und das ist gut so. Vielleicht nur eine Bitte oder Frage, oder zumindest eine Anregung, die durchaus ressortübergreifend ist. Wir haben auch jetzt teilweise einiges über Kinder oder Jugendliche gesprochen, und auch das Wort Gesundheit ist dabei etwas gefallen. Mhm. Und ich appelliere und bitte, dass man ressortübergreifend das Thema Gesundheit bei den Kindern auch ernst nimmt. Sie wissen ja, die Steiermark ist ja ein Obstland. Der Apfel hat hier Tradition. Und es wäre wirklich toll, wenn man den Apfel als die Schuljause generell einführen könnte, um auch dieses Thema gesunde Ernährung in den Schulen bei den Kindern etwas zu unterstreichen. Es gibt diese EU-Schulobstaktion, wo ich auch im Ministerium als in der Arbeitsgruppe mit dabei sein darf. Aber ich glaube, dass einfach dieses Bewusstsein, Kinder sollen sich gesund ernähren oder man kann etwas dafür tun und Bewegung und so weiter auch gelegt werden muss, das Ressort übergreifen. Ich habe manchmal nur die Sorge, dass man zu diesem Thema wohl viele Analytikerkenntnisse abgibt, aber nicht bis zum Ende durchzieht. Nein, ganz im Gegenteil, das ist ein ganz wichtiges Thema, ressortübergreifend. Ich habe mich ja auch mit Fettleibigkeit beschäftigt im Laufe meines Wissenschaftslebens und vor allem mit Fettleibigkeit bei Jugendlichen. Da haben wir natürlich auch wieder den großen Unterschied, ob wir uns in einem urbanen Bereich befinden und das große Ost-West-Gefälle. Ja. Aber wir haben 14% Fettleibigkeit in Österreich bei den Jugendlichen, also einen Body Mass Index 14, ja, einen Body Mass Index über 30. Und deshalb ist mir Jugend Medizin und Gendermedizin, das sind mir beides sehr wichtige Anliegen. Auch die Symptomerkennung bei den Unterschieden von Mann und Frau ist ja auch nicht unbedingt langläufig bekannt, dass die sehr unterschiedlich sein kann. Aber bei den Jugendlichen natürlich, bin ich ganz bei Ihnen, gesunde Jause, viel Bewegung, ist natürlich am Land relativ einfacher zu machen als in der Stadt, wo halt die Schulen halt begrenzte Freiplätze haben, um Turnunterricht draußen und drinnen machen zu können. Aber das ist der einzige gangbare Weg, der es besser machen wird in Zukunft. Ja. So ist es. Im Zusammenhang mal eine Politikerin, auch die nächste Landeshauptfrau, die Christine Ettlinger-Bloder, die plakativ vom Cola-Verbot an der Schule gesprochen hat. Würden Sie das auch so plakativ ausdrücken? Sie meinte, sie würde damals als Landeshändler eher alles, aber es war nur Familie, sie hätte gern an den Schulen, an den Pflichtschulen, dass eben keine Zuckerwasserautomaten stehen. Würden Sie das so auch so sehen wollen, tun?
Also ich glaube, es liegt erstens einmal hauptsächlich in der Verantwortung von dem, was wir als Eltern zu Hause vorleben. Ja? Wenn es bei mir daheim im Kühlschrank keine Cola und keine Fanta gibt, wird mein Kind auch keine Cola und keine Fanta trinken. Ja? Wenn ich daheim keinen Fernseher einschalt oder nicht die ganze Zeit die Glotze anhabe, wird mein Kind vermutlich auch nicht die ganze Zeit die Glotze anhaben. Wenn ich zu Hause beim Abendessen nicht ständig auf meinem Handy herumhocke, wird das mein Kind vermutlich auch nicht machen. Ich weiß, es leben nicht alle Eltern so. Ja? Und was? In der Schule ohne ein Handy herum, da gehen sie zu Hause, aber komplett Handyabstinenz. Aber der Zugang, also der Zugang ist ein anderer, glaubt es. Ja? Und ist schon, Cola trinken ist jetzt haben wir komplett aus dem Konzept gebracht. Ja? Und was ist das Spannendste für Kinder? Verbote. Ja, wunderbar. Also ich halte wenig von Verboten, ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, dass man das alles ausdiskutieren kann. Ja? Und ich habe kein Problem damit, wenn meine Kinder einmal am Tag was Süßes essen. Ja? Ich tue das auch hin und wieder am Nachmittag zum Kaffee eine Schokolade essen. Aber alles, was wir verbieten, macht das Ganze nicht besser. Aber mein Kleiner geht noch in den Kindergarten das letzte Jahr heuer und der kommt heim und dann sagt er, wenn er Vanillejoghurt isst, aber Mama weiß eh, da sind so und so viele Stück Würfelzucker drinnen. Ja? Also was ist gesundes Essen? Also sie versuchen das jetzt schon sehr stark im Kindergarten und in der Schule vermittelt zu bekommen, muss ich sagen. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg, ja. Dagegen zu arbeiten. Apropos, ich weiß zwar nicht, wie gesund das ist, was wir vorbereitet haben als Snack. Ja. Aber egal. Oder Wein. Da kann gar nichts Schlechtes drinnen sein. Sigrid, warst du fürs Finale bitte? Ja. Ich glaube, es gibt sicher noch die eine oder andere Frage, die wir draußen im Smalltalk unter Anführungszeichen noch klären können. Ich darf jetzt alle einladen, draußen noch ein bisschen mit uns zusammen zu bleiben, ein bisschen zu plaudern. Wie gesagt, ein kleiner Snack ist vorbereitet. Ich hoffe, er ist jetzt gesund, weil sonst ist es... Sonst haben wir ein Problem. Genau. Und sage noch einmal recht herzlichen Dank dafür, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Gerne. Dürfen Sie auch schon einladen zum alljährlichen Sommerfest hier im Presseclub, das dann hoffentlich bei anderen Witterungsverhältnissen stattfinden wird. Vor allem ohne Gewitter. Termin folgt noch, aber herzlichst eingeladen. Ja. Dankeschön. Danke fürs Kommen und Freitag bitte wieder um 18 Uhr, zur gewohnten Zeit. 18 Uhr, danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.